Moin zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Craft Attack 7, meine lieben Freunde. Ich muss erstmal nochmal ein dickes Dankeschön an euch aussprechen für den heftigen Support in der letzten Zeit und möchte auch nochmal direkt daran erinnern, wenn ihr in Zukunft kein Video mehr verpassen wollt, dann haut gern ein Abo raus und aktiviert die Glocke. Und natürlich gibt es heute auch wieder einen wunderbaren Livestream. Ich werde so zwischen 10 und 12 Uhr anfangen, dann werde ich nachher irgendwann Mittagspause machen und dann bin ich abends wieder da. Momentan weiß ich nicht. Also ich habe gestern Abend echt so ein bisschen Schlaf gebraucht, deswegen habe ich gestern auch etwas früher aufgehört. Ich bin direkt nach dem Stream ins Bett gegangen und sofort eingeschlafen. Ich war echt hundemüde, Freunde. Also deswegen sorry nochmal an der Stelle, dass ich gestern ein bisschen eher aufgehört habe, aber ab und zu holt mich dann doch auch mal der Schlaf ein. So, und heute in der Folge haben wir was richtig, richtig Krasses vor, Freunde. Ich möchte was Heftiges bauen. Ich weiß allerdings nicht, ob wir das heute schon in der Folge schaffen zu bauen. Ich werde euch gleich von meinen Plänen berichten, aber zuallererst einmal müssen wir etwas suchen, denn wir brauchen ein Deep Ocean Biom, ja, und das ist sehr, sehr wichtig für uns, dieses Deep Ocean Biom, denn ohne das kann ich nicht das bauen, was ich vorhabe, und der liebe Stegi ist auch schon am Start hier. Moinsen, habe ich ja schon eben geschrieben, aber da hat er nicht geantwortet, kann sein, dass er vielleicht AFK war oder so. Und ich wollte jetzt erstmal gucken, dass ich mir hier so ein Boot auftreibe. Und wenn ich das dann gleich habe und hier so ein bisschen rumschipper, dann erzähle ich, was ich genau vorhabe. Es gibt vielleicht schon den einen oder anderen, der jetzt ahnt, was ich vorhabe, wenn ich ein Deep Ocean Biom suche. Und nein, ich sage schon mal direkt vorab, es ist keine Guardian Farm, Leute, die wir bauen werden. Wir werden etwas anderes, etwas viel, 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 viel Besseres bauen. Das wird auf jeden Fall ziemlich heftig werden. Und ich glaube, dass der ein oder andere Teilnehmer definitiv fragen wird, ob er diese Farm dann auch nutzen darf, wenn ich die gebaut habe. Und ich glaube, so eine Farm, wie ich sie jetzt baue, die hatten wir auch noch nicht in Craft Attack. Deswegen, also, ich bin da schon gespannt drauf, wie ihr reagieren werdet, wenn ihr gleich erfahrt, was ich vorhabe. Aber zuallererst einmal müssen wir ganz kurz schauen. Ich habe hier gestern noch ein paar Sachen so einsortiert in die ganzen Kisten, ja, wir haben jetzt hier auf jeden Fall auch ordentlich Holz am Start, was wir dringend brauchen, denn wir müssen uns ja, wie gesagt, ein Boot craften. Und dann werde ich mir ganz kurz noch ein bisschen Happa Happa holen beim lieben Rumatra an seiner Chicken Farm und dann werden wir uns auf den Weg machen. Ich glaube nämlich, dass wir so ein Deep Ocean Biom vielleicht schon, wenn wir Glück haben, direkt hier in der Nähe der Basis haben. Wobei ich war am Überlegen, ob ich rüber zur Creeper Farm laufe und da mal so ein bisschen rumschipper. Das müssen wir nämlich finden. Und wenn ich das gefunden habe, dann ja, können wir auf den nächsten Step eingehen, was wir vorhaben zu bauen. Jetzt gucken wir erstmal, ob wir beim lieben Rumatra hier so ein bisschen Chicken rauskriegen. Ja, da hat er was drinne, sehr geil. Ich brauche auch nicht allzu viel. Eigentlich reicht das schon, was ich jetzt habe. Das können wir dafür nehmen. So, dann machen wir uns mal weiter auf den Weg. Was ist das jetzt schon wieder hier? Was wird hier schon wieder gebaut? Okay, das ist dieser Valomat. Ah, okay, der ist ja für die nächsten Wahlen, die gemacht werden. Okay, dann gucken wir mal. Dann tun wir jetzt mal hier oben ein Boot hinstellen. So, zack. Und dann fahren wir mal los. Und wir machen jetzt einfach mal F3 an. Also wir sind jetzt hier gerade in einem Minecraft Ocean. Okay, wir haben jetzt hier einen normalen Ocean. Wir brauchen natürlich ein Deep Ocean Biom. Okay, das haben wir sogar direkt hier. Sehr geil. Wir haben direkt hier vorne ein Deep Ocean Biom. Das ist sehr, sehr gut, Freunde. Und ich glaube, wir werden diese Stelle dafür nutzen, für das, was ich vorhabe. Das sieht sogar sehr gut hier aus. Wartet mal ganz kurz. Wir machen jetzt mal eben kurz hier weg. So, dann schwimmen wir mal ein bisschen runter. Ja, das sieht gut aus hier. Das sieht sehr, sehr gut aus. Müssen wir mal gucken. Es könnte funktionieren, was ich vorhabe hier. Ansonsten fahren wir nochmal ganz kurz mit dem Boot so ein bisschen hier diesen See mal eben ab schnell. Ich muss mal eben kurz F3 anlassen, weil wir müssen auf jeden Fall in einem Deep Ocean sein. Und dann können wir uns hier so ein bisschen umschauen. Es könnte auch sein, dass wir eine andere Stelle dafür nehmen müssen. Wartet mal. Genau, ich muss etwas Spezielles dafür finden. Deswegen fahren wir mal rum. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass das hier auch vorhanden war in diesem Ocean oder Deep Ocean Biom. Ich meine, dass ich sowas hier auch schon gesehen hatte. Dafür müssen wir aber noch ein bisschen rumschippern. Wir müssen nämlich nach etwas Speziellem suchen. Jetzt wird es auch gerade dunkel. Das ist nicht so gut. Ich mache mal F3 weg, Leute. Weil das stört jetzt gerade so ein bisschen. Wir gucken mal uns weiter hier um. Bis jetzt sehe ich das noch nicht im Wasser. Ich suche nach etwas Speziellem, Freunde. Dann können wir nämlich weitermachen im Geschehen. Aber bis jetzt habe ich hier noch nichts gefunden. Ist das hier noch immer Deep Ocean? Nein, das ist jetzt normaler Ocean hier.
Okay, wir haben nur dieses eine kleine Stück dort hinten. Müssen wir schauen, je nachdem, ob das funktioniert. Ich fahre trotzdem jetzt nochmal mit dem Boot hier so ein bisschen weiter ab. Vielleicht finden wir noch eine etwas bessere Stelle. Ich werde euch gleich berichten, was ich vorhabe. Ich weiß, dass ihr schon sehr, sehr ungeduldig wahrscheinlich gerade darauf wartet, dass ich euch endlich erzähle, was ich eigentlich genau vorhabe, weil ich euch jetzt hier so lange hinhalte. Aber hier bauen schon die ganzen anderen Jungs, deswegen wird es schwierig, hier was hinzubauen. Dann fahren wir mal jetzt ein bisschen weiter in die Richtung. Hier hinten dürfte nämlich dann nicht mehr allzu viel sein. Ich glaube, da kommt jetzt gleich nur noch Joecraft, der da auf einer Insel baut. Aber im Wasser hat er, glaube ich, nicht so viel gebaut. Ah, mal schauen. Vielleicht finden wir hier noch was. Hier ist schon wieder Deep Ocean. Das sieht gut aus. Da haben wir jetzt natürlich einen Strandbiom. Ja. Hier geht's weiter. Hier wird jetzt wieder wahrscheinlich Deep Ocean kommen. Ja. Hier haben wir jetzt wieder schön Deep Ocean überall. Ich suche nach etwas Bestimmtem. Wir brauchen nämlich eine Ruine im Wasser, wenn möglich. Das wäre ganz geil, wenn wir sowas finden würden. Ich meine auch, dass wir was in der Nähe hatten von unserer Stadt, von der Stadt Craft Attack. Müssen nur mal kurz gucken, dass wir hier so ein bisschen... Ist da hinten ein Boot? Ja, das sieht aus, als wenn da so ein versunkenes Boot ist. Ich weiß nur nicht, ob das damit auch klappen könnte. Wir fahren einfach nochmal ein Stück weiter. Vielleicht finden wir hier hinten jetzt was. Dann könnte das vielleicht klappen, wenn ich da jetzt sowas finde, was ich suche. Aber das hier ist jetzt eh nur noch ein Ocean-Biom. Okay, ich schipper schon mal ein bisschen rum. Währenddessen erkläre ich euch, was ich genau vorhabe. Und zwar, Leute, möchte ich gerne eine Dreizack-Farm bauen, ja? Ich möchte gerne eine Farm bauen, mit der man in Sekunden Eile oder in Bruchteilen von Sekunden einfach sich, ja, easy einen Dreizack erfarmen kann. Das geht auch relativ gut. Dafür braucht man allerdings, wie gesagt, schon ein Deep Ocean Biom. Und am besten wäre, glaube ich, sogar, wenn man so ein Monument, ein Unterwassermonument, diese Ruinen hat, ja. Und deswegen wollte ich das heute mit euch in der Folge suchen und wollte gucken, ob wir sowas hier irgendwo finden. Weil meistens sind die ja in den Deep Ocean Biom. Aber ich habe jetzt hier gerade bis jetzt nichts leider gefunden. Das ist ein bisschen schade, weil gerade in der Nähe von diesen Monumenten, dort spawnen ja überwiegend viele von diesen Drowns, diese Ertrunkenen, und die werden wir quasi in einem System, in den Nether verfrachten, und dort kann man die dann ganz leicht einfach, ja, besiegen, und wenn man Glück hat, kommt dann zwischendurch einer mit einem Dreizack, und das wird wahrscheinlich sehr häufig der Fall sein, und dann werden wir gucken, dass wir die dann immer wieder quasi dazu nutzen, um uns, ja, einen Dreizack zu erfarmen. Also es wird vielleicht nicht ein paar Sekunden dauern, das ist ein bisschen übertrieben genannt, aber es ist eine chillige Farm, ihr könnt dort einfach stehen bleiben, die ganze Zeit kommen Drowns und ihr könnt die dann quasi besiegen und könnt euch so schön geschmeidig in Ruhe einen Dreizack erfarmen. Ist eine coole Sache, ich glaube, dass der ein oder andere Teilnehmer sich sehr über so eine Farm erfreuen würde. Vor allen Dingen ist das auch wieder was für unsere Handelsgesellschaft, was eine sehr, sehr gute Sache ist, weil dann könnten wir nämlich in unserem Shop, wenn wir den dann irgendwann mal bauen, auch Dreizäcke anbieten zum Verkauf. Das wäre auf jeden Fall eine coole Sache. Aber da müssen wir jetzt, wie gesagt, erstmal schauen, ob wir das finden, was ich dafür auch benötige, um das zu bauen. Da hinten haben wir noch irgendwas, das gebaut ist im Wasser. Keine Ahnung, was da genau gebaut wird. Aber ich glaube, ich bin jetzt auch mittlerweile hier den See, den riesigen, den wir hier haben, so komplett abgefahren und habe hier jetzt nichts wirklich gefunden. Was ein bisschen schade ist. Ich hätte echt gehofft, dass wir so einen Monument direkt in der Nähe von der Stadt haben. Aber ist nicht schlimm. Ich weiß auf jeden Fall, hinten an der Creeper Farm, da werden wir sowas finden. Da werde ich mich dann auf die Suche begeben. Ich werde heute im Livestream schon mal hingehen und werde alles soweit vorbereiten, dass wir diese Farm bauen können. Ja, also ich denke nicht, dass ich die sofort bauen werde. Ah, jetzt weiß ich, wo ich bin. Okay. Ich bin jetzt hier hinten, wo es zu den Römern geht. Dann fahren wir nämlich jetzt wieder hier zurück. Und dann werde ich gucken, dass ich alles mir soweit an Stuff, was wir brauchen für diese Farm, in Kisten zurechtlege. Dann werde ich mir die Stelle raussuchen, wo wir die bauen, diese Farm. Aber keine Sorge, ich werde sie wahrscheinlich nicht im Livestream bauen. Und sollte ich sie im Livestream bauen, dann werde ich natürlich schön nebenbei die Aufnahme laufen lassen, ja, so dass ihr quasi euch dann hier nachträglich auf YouTube, falls ihr den Livestream heute nicht schauen könnt, euch angucken könnt, wie ich das Ganze so gebaut habe, ne, weil das ist ja auch eine richtig feine Sache, sieht man vielleicht auch nicht unbedingt jeden Tag, dass so eine Farm gebaut wird. Und was wir auch noch machen müssen, da werde ich mal gucken, ob ich mich heute im Livestream dran begebe, wir müssen die Goldfarm anpassen, ja, also unsere Iron Golem Farm, die ist auf jeden Fall super krass am Laufen, was die an Eisen momentan produziert, das ist absolut der Wahnsinn, also
das kriegen wir, glaube ich, gar nicht mehr verbraucht, dieses ganze Eisen, was wir da jetzt produzieren momentan. Ich habe jetzt mittlerweile schon eine Kiste angelegt, wo wir Eisenblöcke reintun können, damit wir, ja, nicht irgendwie einen Überschuss an Eisen nachher haben und das wegwerfen müssen. Wir können ja mal eben kurz hingehen. Hier soll übrigens der Villager Marketplace hinkommen. Den werde ich heute auch wahrscheinlich anfangen zu bauen, wo wir ja quasi gucken wollen, dass alle Villager alles für circa ein Eisen verkaufen. Ja, ihr seht es ja auch, ne, Leute? Ich meine, guckt euch das mal an, wie voll die schon gelaufen ist. Also, das ist so krank, wie viel Eisen die produziert. Das kriegen wir nie im Leben wieder verbraucht. Das ist richtig krass. Also, die hätte ich direkt am Anfang bauen sollen, dann hätten wir unser Lagersystem noch viel, viel größer machen können, ohne Probleme. Aber ich glaube, das Lagersystem, so wie es jetzt ist, reicht schon aus. Wir haben da mittlerweile die wichtigsten Gegenstände eigentlich drinne und ja, ich kann da jetzt alles einfach so reinknallen und das sortiert sich dann schön ein in das Lagersystem hier, zack. Das kann alles schön rein und dann haben wir direkt Ruhe, selbst die Fackeln können wir reinpacken, also wir haben hier schon mittlerweile sehr, sehr viel Ordnung. Wir haben jetzt nur noch diese beiden Kisten hier, die sind voll mit irgendwelchem Krempel, die müssen wir nochmal einsortieren dann, aber ansonsten ist alles hier im Lagersystem integriert und einsortiert, ja. Okay, Freunde, dann würde ich auch sagen, das war's von der heutigen Folge. Wir haben leider nicht das gefunden, wonach ich gesucht habe, aber was nicht ist, kann noch werden. Das hoffe ich zumindest. Und dann werden wir in der nächsten Folge wahrscheinlich gucken, dass wir dann unsere Drowned Dreizack Farm bauen werden. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare schreiben, denn jetzt seid ihr an der Stelle gefragt. Lasst mir doch gerne mal Feedback in den Kommentaren da, wie ihr die Idee findet. Und vor allen Dingen, wenn ihr Bock drauf habt, eine positive Bewertung. Und wie gesagt, wenn ihr in Zukunft kein Video mehr verpassen wollt, wisst ihr, was zu tun ist, dann haut gerne ein Abo raus und aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns im nächsten Part von Craft Attack 7, wo wir wahrscheinlich diese Farm bauen werden. Bis dann, macht's gut, tschüss zusammen!